Hallo, hallo. Welche Stimmung, wir feiern doch gerade. Hey. Nur weil ihr sie kaputt macht. Alles okay? Das ist eine Kirche in den Slums von Sektor 5. Du fielst plötzlich runter, hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ich bin abgestürzt. Das Dach und das Blumenbeet haben deinen Sturz wohl gebremst. Du hast Glück gehabt. Blumenbeet? Oh, deins? Tut mir leid. Ist nicht schlimm. Die Blumen sind sehr widerstandsfähig. Das ist ein Sonderort hier. Es heißt, dass in Midgar weder Gras noch Blumen wachsen, aber aus irgendeinem Grund blühen sie hier. Ich liebe diesen Ort. Oh. Falls ich heute wieder irgendwas überlesen habe, es tut mir leid. Das meine ich ernst, es tut mir wirklich leid. Achso, ich kann laufen. So treffen wir uns also wieder. Erinnerst du dich nicht an mich? Hab dich noch nie gesehen. Komm, wir spielen Cloud als Arschloch. Hab dich noch nie gesehen. Du hast es wohl vergessen. Du warst auch völlig abwesend. Naja, ist schon gut. Sag mal, hast du irgendwelche Materia? Ja, schon. Heutzutage findet man überall Materia. Aber meine ist was Besonderes. Taugt zu absolut nichts. Taugt zu nichts. Du weißt wohl nur nicht, wie man sie benutzt. Doch, ich weiß es. Sie wirkt einfach nicht. Ich fühle mich aber mit ihr sicher. Sie gehörte meiner Mutter. Ich würde gern ein bisschen reden. Fühlst du dich schon fit genug? Schließlich haben wir uns wieder getroffen. Ich habe nichts zu sagen. Von mir aus. Warte mal kurz. Ich muss nach meinen Blumen sehen. Bin gleich wieder da. Oh, ich erinnere mich an den Film und Flenne. Oh. Einen Moment noch. Da fällt mir was ein. Wir haben uns noch gar nicht bekannt gemacht. Ich heiße. Ah, schon so weit! Iris. Iris. Wieso schon so weit? Ich hab nicht viel gemacht. Wir haben eigentlich die ganze Zeit hier nur Blödsinn gemacht. Terrier. Was, du? Ich bin Eris. Eris. Was würdest du gern noch an Equipment für den Stream haben? Ich hätte gerne von hier vorne noch eine richtig gute Beleuchtung. Weil aktuell habe ich nur ein kleines LED-Licht, was mich anleuchtet. Warum nicht Horst? Ha. Abstimmung? Nein. Also ich hätte gern noch so ein oder zwei coole Lampen, die ich hier festmachen kann, damit ich besser beleuchtet werde. Aber ansonsten noch eine IP-Kamera für, also eine gute Kamera, mit der ich dann die Kochstreams machen kann.
Seehofer. Nee, warte, wie war's mit Kalle? Nein. Ich bin Horst, das Blumenmädchen. Hört sich nett an, ich bin Horst. Wäre für Benjamin. Nein. Ich bin Eris, das Blumenmädchen. Freut mich. Mein Name ist Cloud. Was ich so tue? Ich bin ein Mann für alle Fälle. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Kevin, genau. Chris, jetzt aber wirklich eine wundervolle gute Nacht. Lass es dir gut gehen. Schlaf schön. Wie viele Kameras willst du noch? Ich hätte gern einfach eine gute Kamera für die Küche. Ich habe jetzt ja die Webcam, die vorher hier war, weil ich da eine anständige Kamera habe. Aber ich hätte halt gerne so eine coole Kamera, die ich dann über Netzwerk hier an den PC schicken kann, damit ich ganz normal streamen kann, ohne dass ich stream aus in der Küche, dann hier wieder stream an und so. Das wäre noch ganz cool. Aber ich glaube, das Wichtigere ist erstmal, dass ich hier noch ein oder zwei coole Lichter hinkriege, damit ich halt ein bisschen heller mich anleuchten kann. Wisst ihr Bescheid? Gilman 1989. Mein Name ist Cloud. Speicher-Cloud. Speicher-Cloud. Oh, ein Mann für alle Fälle? Tja, ich tue alles, was erledigt werden muss. Was ist so lustig? Worüber lachst du? Entschuldigung, es war nur... Wie er da hinten einfach nur steht und guckt. Ach, was für ein schlechtes Timing. Cloud, nicht beachten. Sag mal, Cloud, machst du auch Leibwächter? Du übernimmst doch jeden Job, oder? Ja, stimmt. Ein Spanner. Dann hilf mir hier weg. Bring mich nach Hause. Okay, mach ich. Aber es wird dich einiges kosten. Also mal sehen. Wie wär's, wenn ich einmal mit dir ausgehe? Das war's. Ich kenne dich nicht, aber... Du kennst mich nicht? Du kennst mich nicht? Ich kenne dich. Und ob ich dich kenne? Diese Uniform. Hey, Schwester. Was ist das für einer? Sei still, du Shinra-Spion. Reno, sollen wir ihn umlegen? Ich habe mich noch nicht entschieden. Keine Kämpfe. Ihr zertrampelt die Blumen. Speicherklauen. Der Ausgang ist da hinten. Lachen die oder was machen die da? Hey, Reno. Das waren Marco-Augen. Ganz bestimmt. Okay, an die Arbeit. Beeilt euch. Und tretet nicht auf die Blumen. Hey, Reno, du bist gerade draufgetreten. Sie sind alle hinüber. Ja, schön. Und nicht auf die Blumen treten. Du hast sie kaputt gemacht. Nein, du. Okay, jetzt haben wir Eris dabei. Wow. Okay. Booyah! Hiya! Beep.
Also, mach mal eben gucken. Materia. Iris. Genesung. Materia Cloud. Das ist alles. Kälte. Nee, Gewitter. Gewitter! Zauber. Da sind sie, dort drüben! Cloud, schau nur. Ich weiß, sieht nicht so aus, als würden sie Ruhe geben. Was sollen wir tun? Sie dürfen uns nicht erwischen, oder? Dann bleibt nur noch eins. Aeris, hier entlang. In Ordnung. Ich werde sie aufhalten. Ist gut. Lass keinen durchkommen. Sie darf nicht entkommen. Angriff, los! Auf sie! Ah! Aeris! Ist euch ein Unterschied zum Remake aufgefallen? Der Kampf ist nicht bei den Blumen. Oder was meinst du? Meint ihr, wir haben sie getötet? Sie hätte eben keinen Widerstand leisten sollen. Nicht nur das. Reno ist direkt aufgefallen, dass er Marco-Augen hat. Also es ist jetzt schon zweimal erwähnt worden, dass Cloud Marco-Augen hat. Und Cloud hat irgendeine Stimme im Kopf, wo ich am Anfang gedacht habe, dass das Aeris ist, aber ist sie nicht. Im Remake gab es was, was wir hier nicht haben. Eine Kletterpassage? Keine Ahnung, ich habe so ein Piepen in den Ohren, was? Cloud, Hilfe! Verdammt! Was ist das? Aeris? Lauf! Ich versuch's. Hier ist ein Fass, wenn ich es hinunterstoßen könnte. Cloud, Hilfe! Aeris! Lauf! Ich versuch's. Die Alte, wir haben sie! Die hattest du im Remake. Gab im Remake diese komischen Gegner. Mehr Pixel im Remake? Waren die Soldier nicht diese Textobjekte, die mit Marco... die Textobjekte. Wer kennt sie nicht? Ja. Ja. Boah, ganz ehrlich, Basti. Bin ich raus. Ich weiß nicht, was du meinst. Diese komischen Gegner. Welche komischen Gegner? Ach, du meinst diese Dementor-Typen. Ja, die fehlen hier. Mir keine Dementoren. Wir haben auch keine Musik. Das macht mich gerade so ein bisschen fertig. Oh ja. Wir haben ja keine Musik. Dann ist es wohl Buggy. Nein, nicht Buggy. Oh ja. Puh, böse Überraschung. Ja, dann stoß es doch runter. Kann ich das hier runterstoßen? Wieso kann ich es nicht runterstoßen?
Cloud, Hilfe! Halt durch! Ja. Oh ja! Ja! Danke, Cloud! Puh. Puh, ja. Aber die Geräusche sind noch da, nur die Musik fehlt. Eris, hier entlang. Also diese schwarzen Geister fehlen halt, ne? Hui. Hui. Jetzt haben wir wieder Musik. Puh, die suchen mich ja schon wieder. Soll das heißen, sie sind nicht zum ersten Mal hinter dir her? Hm. Das waren Turks. Hm. Die Turks sind ein Verband innerhalb von Shinra. Sie suchen mögliche Kandidaten für Soldier. Die suchen nur... So brutal, wie die rangehen, dachte ich, die entführen uns. Nebenbei sind sie in eine Menge schmutziger Geschäfte verwickelt. Spionage, Mord, was man sich nur vorstellen kann. So sehen sie auch aus. Aber warum sind sie hinter dir her? Das muss doch einen Grund haben. Nein, eigentlich nicht. Sie glauben wohl einfach, ich hätte das Zeug dazu, Soldier zu werden. Vielleicht stimmt das sogar. Möchtest du beitreten? Ich weiß nicht. Aber diesen Leuten will ich ganz bestimmt nicht in die Hände fallen. Also dann gehen wir. Die Turks gibt's in Hamburg auch. Verschissener Bug. Psst, diese Musik muss echt nicht sein. Hey. Also, weiß nicht, ob die Brüder mit Spionage zu tun haben. Man weiß es nicht. Ich glaube, ich zock auch noch was. Wünsche euch viel Spaß. Tera, ich wünsche dir einen wundervollen Restabend. Lass es dir gut gehen. Warte! Ich habe gesagt, du sollst warten. Zockst du das Spiel durch? Yes! Und ich melde mich auch ab. Viel Erfolg noch bei der Jagd nach Pixel. Dankeschön, Katzi, dass du so lange da warst. Wir sehen uns morgen. Puh. Uff. Nicht so schnell, so warte doch. Komisch. Ich dachte, du wärst genau die Richtige für Soldier. Oh, du bist wirklich schlimm. War das jetzt wieder ein Lachen? Du, Cloud, warst du mal ein Soldier? Früher mal. Wie kommst du da drauf? Deine Augen. Sie haben einen eigenartigen Glanz. Das ist das Zeichen derer, denen Marco eingeflößt wurde. Das Zeichen eines Soldiers. Aber wie konntest du das wissen? Ach, nur so. Nur so? Ja, nur so. Komm schon, lass uns gehen, Herr Leibwächter. Nee, Cloud war Soldier Boy. Nicht spoilern. Ich kenne die Geschichte nicht. Kann ich nochmal mit dir reden? Komm schon, lass uns gehen. Ja, ja, okay. Lava Boy. Who knows? Mit seinem riesigen Schwert im Remake. Hier hat er auch so ein riesiges Schwert. Puh, endlich geschafft. Und jetzt? Mein Haus ist da drüben. Beeil dich, bevor er kommt. Okay, gehen wir erstmal in die andere Richtung. Ah, hier sind wir wieder hier. Hallo! Okay, ich glaube, hier kommen wir aber nicht weiter, ne? Nee.
Verstehe nicht, warum der so ein großes Schwert hat. Es ist ein Japano-RPG. Wenn du als Hauptcharakter kein großes Schwert hast, dann bist du kein Hauptcharakter. So einfach ist das. Ich finde die Musik geil. Ein Fragezeichen. Oh Gott. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Der Kampfstil ist noch von Pokémon geklaut. Das Ding hier ist älter als Pokémon. Pokémon kam erst 98, das Ding kam 97. 98 oder 99? Hä? Also... Und es ist halt ein typisches RPG-Gameplay, also... Und wenn man es ganz genau nimmt, ist Pokémon halt auch ein RPG. Dann andersrum. Nee, das ist typisches RPG-Gameplay. Das war mal, war damals revolutionär wegen der Realtime-Runden oder sowas. Ja, und Pokémon ist auch rundenbasiert. Also... Völlig anders. Ich glaube, das liegt vielleicht daran, weil der Stil von dem Aufbau her sehr ähnlich ist, aber gar nicht anders. Was haben wir da? Entschuldigung. Der Typ in dem Rohr ist sonderbar. Egal, was man ihn fragt, er antwortet nur mit oder ah. Hast du mal von dem Wallmarket gehört? Nein. Das ist der Markt in den Slums von Sektor 6. Da kriegst du alles, was du dir nur denken kannst. Allerdings nur, wenn du es schaffst, hinzukommen. Die Straße ist so eine Sache für sich. Der Mann ist krank. Er muss in der Nähe ohnmächtig geworden sein und wurde von jemandem hergeschafft. Oh. Ah. Was findest du, kannst du im Stream ändern, um besser zu werden? Boah, das ist eine schwierige Frage, weil ich die ganze Zeit immer Sachen am Optimieren und Machen und Tun bin. Also ich selber komme da eigentlich eher weniger drauf. Das wäre so eine Frage, die ich zurückgeben würde. Alles, was man sich nur denken kann. Los, lasst uns ein paar Kinder kaufen. Oh Gott, Zombie. Nein. Kinderriegel vielleicht, aber... What? Das ist der. Willst du ihm nicht helfen? Oh... Hör mal, ich bin kein Arzt. Nein, wohl nicht. Bist du sehr selbstkritisch? Oh ja. Ja, ich würde jetzt einfach mal ganz klar ja sagen. Oh, der Mann ist tätowiert. Ich glaube, es war die Zahl 2. Ein Kinderriegel. Danke, Lara. Bitte.
Aus dem Weg, bewegt euch. Wenn du was willst, geh in den Laden. Was ich tue? Ich laufe herum und gucke auf den Boden. Man kann viele Sachen finden, die Leute verloren haben, wenn man nach unten guckt. Die findest du nicht, wenn du nach oben schaust, stimmt's? Sturkopf? Nein. Nicht wirklich. Also, ich habe zwar meine Meinung, aber wenn man mit Argumenten kommt, die ich nachvollziehen kann, dann kann ich meine Meinung auch ändern. Ich fand die Hintergründe und diese Liebe zum Detail damals so genial. Da ist später viel verloren gegangen, als alles voll 3D wurde. Ja. Geht nicht. In den Slums musst du auf dich aufpassen, aber dafür brauchst du Waffen, stimmt's? Apropos. Boah, ich bin müde. Verwenden? Nein. Ausrüstung. Boja. Oh, warte. Mein Spiel ist mir heute nur 8-mal gecrashed. Oh, das geht ja noch. Hier zum Beispiel, die Sitze, alles runtergekommen, da liegt mal eine Waffe, hier ist mal wer besoffen. Fast alle haben Toiletten in den Buhnen. EU. Hab heute 10 Euro gefunden auf der Baustelle. Eine Grillhütte erstmal für die Kollegen und mich ein Bier gekauft. Oh, du bist viel zu nett. Tut, nächster Halt, Midgar. Fahrgäste, die in Midgar aussteigen wollen, möchten bitte läuten. Weißt du, Midgar soll funkelnd und prickelnd und elegant sein. Ach ja, eines Tages fahre ich auch hin. So toll ist das gar nicht. Also warte, da war noch einer. Wie, du willst Waffen zu schade? Ich habe keine Waffen, die ich dir verkaufen könnte. Und zwar, weil es zum Waffengeschäft daran geht. Haha. Oh, ich habe, glaube ich, ewig kein Geld mehr gefunden. Moin. Alles, was Präsident Shinra sagt, ist gelogen. Andererseits kann man diesen Avalanche-Leuten auch, wie sie auch heißen, auch nicht trauen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Am Ende geht es doch nur darum, dass man so sein möchte, wie die da oben. Also, wem glaube ich? Mir? Mich selber lüge ich nicht an. Das steht fest. Aha. Hätte die dir auch spenden können, da hast du recht. Ja, das hätte ich jetzt aber erwartet. Jetzt findet es keiner mehr. Ja. Obere und untere Lade. Obere Schublade? Leer. Fünf Kill. Nehmen. Warte. Soll das Kind beklauen. Boah, ich bin so ein schlechter Mensch. Ich bin einfach nur so ein schlechter Mensch. Ja, ja, sie guckt immer noch auf den Boden, ne? Jo. Blinzel, richtig. Wir handeln hier nur gegen Gil. Gibt
Immer alles durchsuchen. Ah, ah. Hoppla! Denk bloß nicht, dass du einfach zu mir kommen und meinen Kühlschrank leer futtern kannst. Hat dir deine Mutter keine Manieren beigebracht? Entschuldigung. Gemann 1989. So, Laralein, bin auch weg. Danke für den Stream und bleib sauber und tiefergründig. Gute Nacht. Tiefergründig? Natürlich. Ich wünsche dir auch eine wundervolle gute Nacht. Schlaf schön. Egal, ob es Schrott ist oder Materia, hier in den Slums kannst du alles kriegen. Wir haben jede Menge Materia. Schau dich doch gerne in Ruhe um. Letzte Kälte, Gewitter, Genesung. Boja! So, aber... Hier lang war, glaube ich, das Fragezeichen, ne? Bui! Wir speichern. Und dann würde ich sagen, machen wir hier morgen weiter. Wir haben ja jetzt einiges wieder geschafft heute. Also wir sind gut vorangekommen, glaube ich. Ich sag mal Dankeschön an alle, die so heute da waren. Und holy shit, ich werde so sterben mit Resident Evil 7, ne? Ich werde unglaublich, unglaublich leiden. Ja. Ich werde sehr, sehr leiden. Bis das soweit ist, dauert's noch, oder? Ja, ich werde es mit auf die Liste tun, also auf die Abstimmungsliste. Vielleicht.